habe das Gefühl, dass ich nunmehr in der Lage bin, den Fraktionsvorsitzenden der AfD, Herrn Lambeau, das Wort zu geben. Ich glaube aber, Herr Lambeau, der Beifall ist nicht für Sie, sondern noch für den Ministerpräsidenten. Sie haben das Wort. Liebe Freunde, wir haben jetzt alle verstanden, dass die CDU voll und ganz hinter ihrem Landesvorsitzenden steht und dass jetzt Herr Kollege Lambeau das Wort hat. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Ministerpräsident, ich habe Ihnen gut zugehört. Ich möchte ein paar spontane Ausführungen meiner Rede vorwegstellen, in denen ich direkt auf Ihre Rede eingehe. Sie haben gesagt, wir leben in Zeiten der Krisen, und Sie sehen sogar eine Zeitenwende seit vielen Jahren. Das sind Formulierungen, die klingen gut, aber sie ermöglichen natürlich auch den Regierenden, ihre Haushaltspolitik zu begründen, weil in Ausnahmesituationen muss man sich ja nicht an zum Beispiel ausgeglichene Haushalte halten. Und damit werden wir sie nicht durchkommen lassen. Wir sind hier nicht im Bundestag. Es geht hier heute um den Haushalt für die nächsten zwei Jahre im Bundesland Hessen. Und was wir brauchen, ist hier nicht Weltpolitik, sondern eine Konzentration auf die hessische Bevölkerung und deren Interessen und Bedürfnisse. Und, Herr Ministerpräsident, Haltungspolitik, und das habe ich teilweise aus Ihrer Rede rausgehört, Haltungspolitik muss man sich halt auch leisten können. Die muss man auch finanzieren können. Und dass Sie nicht groß über den Landeshaushalt der nächsten zwei Jahre im Detail reden möchten, das ist uns klar bei den vorgelegten Zahlen. Die AfD verurteilt den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Putins genauso wie Sie. Was Sie aber hier versuchen, ist, die Probleme, die entscheidend in Deutschland in den letzten 16 Jahren unter einer CDU-geführten Bundesregierung entstanden sind, komplett auf Putin und den Krieg in der Ukraine zu schieben. Und, sehr verehrter Herr Ministerpräsident, das ist aus meiner Sicht unseriös. Sie haben auch gesagt, die Kräfte der Mitte stehen nach Ihren Worten zusammen, um die Krise zu bewältigen. Ich fand Ihren freudschen Versprecher sehr interessant, dass Sie vorher gesagt haben, die Kräfte der Mitte stehen nach Ihren Worten zusammen, um die Krise zu nutzen. Genauso ist es. Genauso sehen wir es. Danke für diesen freudschen Versprecher. Was Sie hier aufführen im Vorfeld der Landtagswahl im Herbst nächsten Jahres, ist nichts anderes als die Reise nach Jerusalem. Weil Sie nicht wissen, welche Koalition im Herbst nächsten Jahres sich bilden wird und ob da ein freier Stuhl für die CDU mit dabei ist. In der Koalition zwischen der CDU und den Grünen knirscht es vernehmlich. Ich erwähne das hier ausdrücklich, weil Sie eben genau das Gegenteil behauptet haben. Und die Landesregierung, auch das sollte hier erwähnt werden zunächst, hat es in der laufenden Legislaturperiode bereits zweimal geschafft, gegen die Landesverfassung zu verstoßen, bei der Besoldung der Beamten und bei der 12 Milliarden Schuldenorgie namens Sondervermögen. Und noch ein letzter spontaner Satz. Wenn Sie hier zum Ende Ihrer Rede betonen, dass die demokratischen Kräfte zusammenhalten müssen, möchte ich hier mal festhalten, ich sehe in diesem Parlament nur Demokraten. Und Sie grenzen mit dieser Diffamierung viele 100.000 Wähler aus. Und hatten Sie nicht zu Beginn Ihrer Amtszeit gesagt, Herr Ministerpräsident, Sie wollen Ministerpräsident aller Hessen sein? Meine Damen und Herren, was wir hier beraten, ist der erste wichtige Fußabdruck von Ministerpräsident Boris Rhein. Dieser Entwurf des Doppelhaushaltes gibt die Richtung für die nächsten zwei Jahre vor und muss darum solide, zukunftsweisend und nachhaltig sein.
Doch was uns bisher vorgelegt wurde, ist weder solide noch zukunftsfähig und am allerwenigsten nachhaltig. Dieser Doppelhaushalt beinhaltet keine der dringend benötigten haushaltspolitischen Korrekturen. Es ist ein weiterer großer Schritt weg von konservativer Haushaltspolitik. Ja, der ganze Haushalt ist spürbar durchdrungen von grüner Ideologie. Als Boris Rhein vor rund einem halben Jahr an dieser Stelle seine Regierungserklärung abgab, war schon deutlich die wahltaktische Tendenz zu einem grünen Anbiederungskurs zu erkennen. Und die Zahlen des vorliegenden Haushaltsentwurfs zeigen, dass sich an diesem Kurs nichts substanziell geändert hat. Nehmen wir einmal die allerwichtigsten Kennziffern. Laut dem Entwurf sollte der Haushalt ohne zusätzliche Nettokreditaufnahme auskommen. Er weist aber trotzdem schon die folgenden gravierenden Fehlentwicklungen auf. Trotz gegenüber den Vorjahren steigenden Steuereinnahmen ist das Ergebnis der Haushaltsplanung für die Jahre 2023 und 2024 erschreckend negativ. So weist das nach kaufmännischen Grundsätzen ermittelte Gesamtergebnis einen Fehlbetrag von sage und schreibe 11,2 Milliarden Euro für die nächsten zwei Jahre aus. Konkret planen Sie nach der Angabe der Finanzplanung vom September alleine für das kommende Jahr 2023 mit einem negativen Endergebnis in Höhe von 5,8 Milliarden Euro. In 2024 soll der Fehlbetrag 5,4 Milliarden Euro betragen. Nimmt man die bisher bekannten notwendigen Korrekturen noch hinzu, wird dieser Fehlbetrag weiter ansteigen über die geplanten minus 11,2 Milliarden Euro in den nächsten zwei Jahren alleine hinaus. Ist das konservative Haushaltspolitik, Herr Ministerpräsident? Nein, das ist das Modell nach mir die Sintflut. Alleine unter der schwarz-grünen Landesregierung ist der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag des Landes Hessens seit 2013 Stand heute um bereits 44 Milliarden Euro auf über 131 Milliarden Euro angestiegen. Nach dem Ende der laufenden Legislaturperiode Anfang 2024 wird die schwarz-grüne Landesregierung ihre 10-Jahres-Bilanz mit einem Minus von über 50 Milliarden Euro abschließen. Ist das nachhaltige Haushaltspolitik? Nein. Das Modell ist, wir leihen uns Geld aus der Zukunft von den nächsten Generationen, die dafür gerade stehen werden müssen. Im Koalitionsvertrag betont Schwarz-Grün an vielen Stellen die hohe Bedeutung von Nachhaltigkeit. Finanzielle Nachhaltigkeit scheint Ihnen aber völlig egal zu sein. Das ist verantwortungslos, Herr Ministerpräsident. Schauen wir einmal in den Koalitionsvertrag. Hier wurde nämlich als Ziel der doppische Haushaltsausgleich angestrebt. Sie wollten als Koalition darauf hinwirken, ich zitiere, dass das öffentliche Vermögen bewahrt wird und keine neuen Lasten in die Zukunft verschoben werden. Zitat Ende. Dieser Ansatz ist vollkommen richtig aus Sicht der AfD. Und bei den Kommunen haben sie übrigens auch längst die Rahmenbedingungen umgesetzt, die sie sich selber auf Landesebene aber nicht zumuten wollen. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Rhein, bereits bei Ihrer Antrittsrede habe ich Sie gefragt, wie Sie die angekündigten Vorhaben bezahlen wollen. Denn Sie haben nur wenig zur Gegenfinanzierung damals gesagt. Und übrigens heute in den Ankündigungen haben Sie auch nicht viel zur Gegenfinanzierung gesagt. Wir hatten damals Anfang Juni schon die Befürchtung geäußert, dass es auf eine weitere erhebliche Zunahme der Verpflichtungen des Landes Hessens hinauslaufen würde. Und leider scheinen wir damit Recht zu behalten. Natürlich können Sie darauf verweisen, und das haben Sie auch eben, dass alle rechtlichen Vorgaben bis hin zur Schuldenbremse eingehalten werden. Dies geht aber eben nur, weil ein Großteil der zusätzlichen Zahlungsverpflichtungen eben nicht von der Schuldenbremse in ihrer jetzigen Ausgestaltung erfasst wird. Sie haben zwar im Frühjahr ein neues Haushaltsrecht beschlossen, aber es trotz Einführung vieler doppischen Elemente vermutlich ganz bewusst bei einer kameralen Schuldenbremse belassen. Sie haben eben gesagt, in Hessen gilt die Schuldenbremse, aber
wehe Ihnen finanziell, wenn Sie die doppelte Schuldenbremse einführen, dann müssen Sie nämlich die Verpflichtungen für die Zukunft ordentlich ausweisen. Und dann würden Sie die Schuldenbremse eben nicht einhalten mit diesem Haushalt. Und deswegen sprach das hessische Finanzministerium auch davon, dass der Doppelhaushalt keine neuen Schulden, aber sehr wohl erhebliche Zukunftslasten verursacht. Und Sie können es nennen, wie Sie wollen. Am Ende muss es aber der Steuerzahler bezahlen. Und in Sachen Steuerzahler. In Ihrem Koalitionsvertrag hatten Sie auch versprochen, die, Zitat, hessischen Bürgerinnen und Bürger zusammen mit dem Steuerbescheid einmal jährlich über die aktuelle finanzielle Leistungsbilanz des Landes zu informieren. Zitat Ende. Angesichts der wirklich erschreckenden Bilanz des Landes ist aber wohl nicht damit zu rechnen, dass Sie gerade im Wahljahr 2023 damit anfangen werden, denn dieses Versprechen hat immer noch der Umsetzung. Eigentlich müssten Sie jetzt dringend tätig werden, Herr Ministerpräsident. Anstatt jedes Jahr de facto weitere 5 Milliarden neue Zukunftslasten aufzunehmen, wären Sie gefordert, endlich entsprechend den Mahnungen des Hessischen Landesrechnungshofes eine strikte Priorisierung der Ausgaben vorzunehmen und gegebenenfalls notwendige zusätzliche Ausgaben aus Einsparungen im Haushalt zu finanzieren. Das ist nicht nur eine Forderung des Landesrechnungshofes, sondern das wäre eine wirkliche, konservative und vor allen Dingen finanziell nachhaltige Haushaltspolitik. Das hessische Finanzministerium sieht das im Übrigen genauso. Es kommt bei seiner Haushaltsanalyse zu dem Fazit, dass, Zitat aus dem Finanzplan, bereits bestehende Ausgaben konsequent und mutig auf ihre Notwendigkeit hin überprüft und die Ausgaben des Landes etwa im Bereich der Fördermittel oder im Personalbereich noch stärker priorisiert werden müssen. Zitat Ende. Die Zahlen in den genannten zwei Bereichen sprechen für sich. So steigt die Personalausgabenquote von 34,8% im Jahr 2022 in nur zwei Jahren von 34,8% auf 38,2% im Jahr 2024. Das entspricht einem Anstieg von 1,6 Milliarden Euro. Allein in den ersten 8 schwarz-grünen Regierungsjahren stieg die Anzahl der Landesbeschäftigten seit 2013 um fast 11% mit weiter steigender Tendenz. Herr Ministerpräsident, Sie haben ja abgezielt in Ihrer Rede auf den Aufbau der Stellen in der Justiz. Es ist nicht per se schlecht, wenn in Bereichen, wo es zu wenig Personal gibt, Personal aufgebaut wird. Dennoch muss man das große Ganze im Blick behalten, und man darf nicht in Bereichen Personal aufbauen, wo es überflüssig ist. Und die Bilanz, dass diese schwarz-grüne Landesregierung in 8 Jahren bereits 11.000 Stellen aufgebaut hat, das ist bedenklich. Sie haben hier Ihren Haushalt nicht im Griff. Bei den Fördermitteln zeigt sich unter Schwarz-Grün eine besonders krasse Entwicklung. Das Gesamtfördervolumen betrug im Jahre 2014 insgesamt 3,8 Milliarden Euro und das Volumen der Freiwilligenleistung 600 Millionen Euro. Laut dem neuen Finanzhilfenbericht beträgt das Gesamtfördervolumen für das Jahr 2023 nun 7,9 Milliarden. Ich vergleiche noch einmal. 2014 3,8 Milliarden, 2023 7,9 Milliarden. Und das Volumen der freiwilligen Leistungen in 2023 wird bei 2,34 Milliarden liegen. Ich vergleiche noch einmal. 2014 freiwillige Leistungen 600 Millionen Euro, 2023 2,34 Milliarden Euro. Damit hat sich unter Schwarz-Grün das Subventionsvolumen mehr als verdoppelt. Und die freiwilligen Leistungen des Landes haben sich in ihrer Höhe fast vervierfacht. Und eins muss man Ihnen an dieser Stelle wirklich lassen. Geld ausgeben können Sie, und zwar in allen Bereichen. Dabei nehmen Sie aber keine Rücksicht auf den Zustand der Finanzen dieses Bundeslandes. Kein Wunder, dass Sie den Ihnen nun gesetzlich möglichen Finanzierungsspielraum über die zulässige Nettokreditaufnahme in Höhe von 941 Millionen Euro im kommenden Jahr voll ausschöpfen wollen, ja, um nicht zu sagen müssen. Bei den Einsparungen bleiben Sie aber lieber im Unkonkreten.
um im vorliegenden Entwurf einen Haushaltsausgleich erzielen zu können, verankerten Sie trotz einer sehr unsicheren Zukunft globale Einsparvorgaben in Höhe von jeweils 450 Millionen Euro für die nächsten beiden Jahre. Anders ausgedrückt, Sie hoffen darauf, dass sich die Rahmenbedingungen so positiv entwickeln, dass jedes Jahr fast eine halbe Milliarde weniger ausgegeben wird, als Sie es jetzt geplant haben. Und meine Damen und Herren, das ist nichts weiter als das Prinzip Hoffnung. Pfeifen im dunklen Wald. Bereits heute wissen wir doch, dass die Steuereinnahmen im Jahr 2023 um 477 Millionen Euro und im Jahr 2024 um 274 Millionen geringer ausfallen werden. Das ist alles keine konservative Haushaltspolitik. Das ist in unseren Augen, Herr Ministerpräsident, einfach nur unseriös. Und es wird noch komplettiert durch mangelnde Risikovorsorge in vielen Bereichen des Haushalts. Beispiel 1. Keine ausreichende Zielführung an das Alterssparbuch. Von besonderem Gewicht sind die bestehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen. So standen zum Jahresabschluss 2021 den Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 97,8 Milliarden Euro lediglich Versorgungsrücklagen für diese Pensionen in Höhe von 4,7 Milliarden Euro gegenüber. Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 97,8 Milliarden Euro und die Versorgungsrücklage beträgt 4,7 Millionen Euro. Das sind weniger als 5%. Zur Stärkung der Rücklage ist im Haushalt für 2023 lediglich ein Betrag von 181 Millionen vorgesehen, der bis zum Jahr 2026 auf 192 Millionen Euro ansteigen soll. Gleichzeitig weist der Finanzplan aus, dass der Aufwand für die Versorgungsausgaben, also den Pensions- und Beihilfeausgaben, alleine im Planungszeitraum des Doppelhaushaltes bei jährlich über 3 Milliarden liegen wird. Und wie soll so jemals diese Zukunft, diese anfallenden Forderungen bezahlt werden? Meine Damen und Herren, das sind in Summe fast 100 Milliarden Euro. Und auch hier leihen Sie sich de facto das Geld der nächsten Generationen, anstatt jetzt genügend Rücklagen zu bilden. Und das ist in unseren Augen eine zutiefst unseriöse Haushaltspolitik, Herr Ministerpräsident. Beispiel 2. Keine Rücklagen für eine weiter verfassungskonforme Beamtenbesoldung. Natürlich ist es zu begrüßen, dass mit diesem Doppelhaushalt ein erster Schritt für eine verfassungskonforme Bezahlung umgesetzt wurde, bleibt die Frage, warum so spät und warum keine Vorsorge im Haushalt für die nächsten Jahre. Beispiel 3. Keine Vorsorge für die Umsetzung des Kommunaltickets. Egal, wie man zu der Idee des Kommunaltickets steht, Sie haben die baldige Umsetzung versprochen, aber im Doppelhaushalt ist davon nichts zu sehen. Sollen dies die klammen Kommunen selber bezahlen? Fehlanzeige im aktuellen Haushaltsentwurf auch beim 49-Euro-Ticket und beim Wohngeld. Es lässt sich konstatieren, Probleme, die seit langem offen zutage liegen, werden so lange wie möglich ignoriert und wenn überhaupt erst im Rahmen von medial verwertbaren Landesprogrammen angegangen, so wie wir es gestern in Ihrer Pressekonferenz erleben konnten. Beispiel 4. Punkto Problemaussparung. In diesem Doppelhaushalt findet sich keinerlei Vorsorge für das drängendste Problem für den Wohlstand der Bürger, die Inflation. Dass Sie das Problem der Inflation aber wahrgenommen haben müssen, scheint mir hinreichend belegt. Im Finanzplan attestiert das hessische Finanzministerium der Europäischen Zentralbank nämlich einen, Zitat, eminent expansiven geldpolitischen Kurs, Zitat Ende, der neben anderen Faktoren dafür gesorgt habe, Preissteigerungsraten in Deutschland zu erreichen, die es zuletzt zu Zeiten der Ölkrise in den 1970er Jahren gab. Diese sehr dezente Kritik eines CDU-geführten Ministeriums hat mich bei der Lektüre überrascht. Ist es doch die CDU, die maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass wir über die Einführung des Euro in geldpolitisch Kollektivhaft genommen werden und dass Deutschland der Europäischen Zentralbank bei ihrem rechtswidrigen Treiben keinen Riegel vorgeschoben hat. Applaus
Die Inflation kommt nicht über uns als ein Fluch oder ein tragisches Geschick. Sie wird immer durch eine leichtfertige oder sogar verbrecherische Politik hervorgerufen. Das schrieb Ludwig Erhard 1957, damals CDU-Mitglied. Würde Ludwig Erhard heute AfD wählen? Zumindest steht die AfD aktuell finanzpolitisch Inhalt deutlich näher bei Ludwig Erhard als die heutige hessische CDU. Aber zurück zur aktuellen Inflationssituation. Das vernichtende Urteil des hessischen Finanzministeriums, Zitat, dadurch schwindet die Kaufkraft der privaten Haushalte gegenwärtig so rapide wie seit Jahrzehnten nicht mehr, Zitat Ende. Vor diesem Hintergrund haben die Wirtschaftsweisen in ihrem kürzlich erschienenen Gutachten erklärt, dass die Schulden des Staates relativ zur Wirtschaftsleitung in naher Zukunft sinken werden. Und warum werden sie sinken? Wegen der Inflation. Der Staat ist also aktiver Inflationsgewinner, während die Bürger die Inflationsverlierer sind. Alleine in Deutschland haben die Sparer in diesem Jahr dadurch 395 Milliarden Euro durch die Inflation verloren. Das wären umgerechnet auf die Gesamtbevölkerung übers 4.700 Euro pro Kopf in einem Jahr. Und diese versteckte, man kann durchaus sagen, Inflationssteuer führt dazu, dass der Staat den Bürgern Stück für Stück den finanziellen Handlungsspielraum nimmt. Und das, obwohl die Deutschen im internationalen Vergleich ohnehin schon mit die höchsten Steuern und Abgaben zu tragen haben. Meine Damen und Herren, in den vergangenen 20 Jahren haben wir von der Substanz gelebt. Wenngleich der Staat durch die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank massive Zinsersparnisse verbuchen konnte, wurde die Belastung für die Bürger stetig erhöht, die Infrastruktur dem Verfall preisgegeben, das Bildungswesen vernachlässigt und die Digitalisierung gegen die Wand gefahren. Ihr Haushaltsentwurf zeigt deutlich, wo die wesentlichen Probleme Ihrer Politik liegen. Und das sind der sogenannte Klimaschutz, Bildung und Migration. Beginnen wir beim sogenannten Klimaschutz. Die jährlichen Ausgaben für den Klimaschutz betragen nach der aktuellen Finanzplanung rund 900 Millionen Euro, darunter mehr als 30 Millionen im Jahr für den Fuß- und Radverkehr, 17 Millionen unter anderem für den ökologischen Landbau und weitere 10 Millionen für die Übererfüllung gesetzlicher Umweltstandards bei Landesgebäuden. Da liegt in unseren Augen erhebliches Kürzungspotenzial. Auch die 30 neuen Stellen in den Ressorts Wirtschaft und Umwelt für die Umsetzung des Klimaplans sind aus unserer Sicht überflüssig. Herr Ministerpräsident, Sie haben kürzlich das Hessische Energiegesetz verabschiedet. Sie haben es auch erwähnt in Ihrer Rede. Die Landesregierung hat es bisher aber nicht hinbekommen, darzulegen, wie hier ein signifikanter Klimaschutzeffekt überhaupt erreicht werden kann. Hier wird viel Steuergeld ausgegeben, Effekt null. Praktisch bei allen energiepolitischen Projekten, die auf Klimaschutzprojekte zielen, fehlt in Hessen eine systematische Erfolgskontrolle. Wie viel CO2-Einsparung wird geplant? Wie viel CO2-Einsparung wurde erreicht? Was hat uns die CO2-Einsparung gekostet? Das sind Fragen, die Sie nicht beantworten können. Es fehlen die wesentlichen Steuerungsmöglichkeiten, die erfolgreichen Projekte von den nicht erfolgreichen Projekten zu trennen. Und das ist absolut unseriös. Weiter geht es mit der Bildungspolitik. Natürlich begrüßen wir die Schaffung neuer Stellen für Lehrkräfte. Ob diese aber auch besetzt werden können, steht in den Sternen. Sie haben hier eben gesagt, wir werden für alle offenen Stellen Lehrer finden. Wir werden Sie an dieses Versprechen in den nächsten Jahren erinnern. Diesen Satz habe ich mir aufgeschrieben. Es dürfte niemandem entgangen sein, unter welch schweren Bedingungen Lehrer heute ihrem Beruf nachgehen müssen. Und hier gilt es, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Aber dabei versagen Sie. Um den desolaten Zustand der hessischen Bildungspolitik zu beheben, muss endlich das Leistungsprinzip wieder mehr in den Fokus gestellt werden, anstatt es immer weiter zu verwässern. Durch Ihren grünen Anwiderungskurs in der Bildungspolitik versündigen Sie sich auch an der Zukunft unserer Kinder.
Stichwort Migrationspolitik. Die Gesamtausgaben, die Sie für Flüchtlinge vorsehen, das sind 2023 817 Milliarden und 2024 767 Millionen, sollen im Vergleich zu 2021, da waren es 746 Millionen, in den nächsten zwei Jahren um nicht einmal 10% steigen. Es kommen gerade einmal 160 Millionen Euro dazu. Und auch so kann man sich den Haushalt und die Welt schönrechnen. Denn diese Summen werden für Ihre Migrationspolitik der offenen Grenzen vorne und hinten nicht reichen, Herr Ministerpräsident. Die Kommunen sind längst am Limit angekommen, wie unter anderem der Hilferuf der Bürgermeister des Wetteraukreises zu der Thematik eindeutig belegt. Es fehlt an Geld, an Mitarbeitern und an Wohnraum. Eine völlige Überlastung des Systems konstatierten am vergangenen Wochenende der Landrat des Landkreises Fulda, Bernd Woyde, und sein Kollege, der Vorsitzende der Bürgermeisterkreisversammlung, Heiko Stolz, übrigens beide CDU-Mitglieder. Beide betonen, dass man mit dem Rücken an der Wand stünde und fordern eine kommunale Flüchtlingsgrenze. Diese Hilferufe belegen eindeutig, dass unsere Gesellschaft nach der von Angela Merkel, CDU, mit herbeigeführten Flüchtlingskrise seit 2015 erneut mit der schieren Masse der Aufnahme von vermeintlichen und tatsächlichen Flüchtlingen völlig überfordert sind. Auch die einstmals CDU-eigene Forderung nach einer Obergrenze hat sich als völlige Luftnummer erwiesen. Und anstatt dass diese hessische Landesregierung diesen Umstand einfach mal anerkennt und entsprechend handelt, setzen Sie und insbesondere Ihr grüner Koalitionspartner noch weitere Einwanderungsanreize und schaffen enorme Pull-Faktoren für die Zukunft. Zum Beispiel durch Ihr Landesaufnahmeprogramm zur Aufnahme von weiteren 1.000 Afghanen oder im Bund durch die Reform des Staatsbürgerrechts. Sie können da gerne klatschen bei den Grünen, aber wissen Sie, durch solche Anreize sorgen Sie weiter dafür, dass sich Hunderttausende von Menschen in der Hoffnung auf ein wirtschaftlich besseres Leben auf die beschwerliche Reise nach Deutschland machen und dann mehrheitlich in die Sozialsysteme einwandern. Reden Sie doch mal mit den kommunalen Vertretern vor Ort. Bei dieser Politik klatscht da kein Mensch mehr, egal welche Parteibuch die haben. Herr Ministerpräsident, Sie haben zu diesem Thema gesagt, die Bundesebene muss aus ihrem Tiefschlaf aufwachen. Das kann sein, aber Sie müssen auch auf Ihrem Tiefschlaf aufwachen. Es kann so nicht weiterlaufen. Wir können uns diese Form des verwalteten Kontrollverlustes nicht nur aus finanzieller Sicht einfach nicht mehr leisten. Auch die Folgen für die Identität und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft werden katastrophal sein. Sehr verehrter Herr Ministerpräsident Rhein, wir hatten Anfang Juni angekündigt, Sie nicht an Ihren Worten, sondern an Ihren Taten zu messen. Der Unterschied Ihrer Politik zu der Ihres Vorgängers, Volker Bouffier, ist leider bisher kaum messbar. Im Kern ergibt Ihre Politik immer dasselbe, mehr Staat und weniger Freiheit. Es bleibt bei einem eingegrünten Weiter-so. Was wir brauchen, ist aber eine Rückkehr zu solider, zukunftsorientierter und finanzpolitisch nachhaltiger, konservativer Haushaltspolitik. Dieser Doppelhaushalt wirkt zwar auf den ersten Blick wie ein schönes Schloss, er hat aber kein tragfähiges Fundament, denn er ist auf grünem Treibsand gebaut. Wir, die Alternative für Deutschland, sind mit unserer Haushaltspolitik, mit unseren Änderungsanträgen zum Haushalt eine seriöse und bürgerliche Alternative zu diesem unverantwortlichen und ideologisch völlig überfrachteten Kurs der Landesregierung in der hessischen Haushaltspolitik. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.